Für die Mannen um das Spielertrainer-Duo Christian Bumberger und Martin Wimber ist das Spitzenspiel gegen den SV Schalding-Heining die Belohnung für eine herausragende Saison. Die grün-weißen Trikotfarben mussten sie zwar dem Gegner überlassen, dennoch wollte man vor der ansehnlichen Derby-Kulisse von über 400 Zuschauern dem Spitzenreiter durchaus ein Bein stellen. Ohne den langzeitverletzten Goalgetter Markus Gahlmeier sowie einige weitere personelle Ausfälle waren die Rollen im Duell Vierter gegen Erster zwar klar verteilt, dennoch versteckten sich die Hausherren nicht und hatten durch Kilian Schober ihre erste dicke Gelegenheit. Auf der anderen Seite deuteten die Schaldinger erstmals ihre Gefährlichkeit an, doch Michael Wirth kann in aussichtsreicher Position gerade noch geblockt werden. Insgesamt konnte Schaldings Coach Mario Tanzer in der ersten Halbzeit mit der Leistung seines Teams jedoch nicht zufrieden sein, denn die besseren Chancen hatten die Deggendorfer. Klasse Pass von Walter Müller auf Thomas Hötzl, Gästekeeper Christian Bloch mit dem Querschläger und dann zielt Thomas Ertl etwas zu ungenau. Aber man merkte schon, es wäre durchaus etwas drin gewesen für die Hausherren, die es aber versäumten, ein Tor zu machen. Mit dem bisher schönsten Spielzug der Partie tankt sich Müller über rechts durch und bedient dann Ertl mustergültig. Doch der kann diese hundertprozentige nicht nutzen. Und so wären die Gastgeber vor der Pause beinahe sogar noch bestraft worden. Torjäger Michael Pillmeier spitzelt den Ball an Andreas Rixinger vorbei. Und der kann sich bei Mario Eller bedanken, dass er die Kugel im letzten Moment von der Linie kratzt. So ging es also torlos in die Kabinen, doch das Beten der Zuschauer für ein besseres Spiel und vor allem für Tore wurde erhört. Nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff Ecke für Schalding, die Situation scheinbar geklärt, doch dann kommt Thomas Kress. Was für ein Ding des 20-Jährigen und man muss sagen, ausgerechnet Kress. Der gebürtige Deggendorfer trifft gegen den Club seines älteren Bruders Max und bringt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Technisch perfekter Treffer, sowohl Ballannahme als auch Schusstechnik, absolute Weltklasse. Und nun kam der Tabellenführer langsam auf Betriebstemperatur. Rixinger kann den Schuss von Pillmeier gerade noch zur Ecke klären. Die Heimelf schien dagegen jetzt völlig verunsichert vom aufkommenden Druck der Gäste und machte sich das Leben zudem selbst schwer. Und solche Schwächephasen kannst du dir gegen eine Spitzenmannschaft wie Schalding einfach nicht leisten. Logische Folge war das 2:0 durch Andreas Abelein in der 64. Minute. Wieder schlagen die Passauer Vorstädter nach einer Standardsituation eiskalt zu. Wimber lässt Abelein laufen und der nutzt diese Unachtsamkeit gnadenlos aus. Die Partie nun natürlich gelaufen, auch wenn sich Deggendorf noch einmal aufbäumte. Diese Chance von Hötzl aber symbolisch für den Spielverlauf, der Abschluss einfach zu harmlos. Ganz anders dagegen die Schaldinger, es folgt der Beweis für das enorme Potenzial in dieser Mannschaft. Nach dem Abwurf von Vloch leitet Pillmeier perfekt weiter auf Kress, der mit einer maßgenauen Hereingabe auf den eingewechselten Steven Dillinger und der setzt mit seinem ersten Landesligatreffer den Schlusspunkt unter diese Partie. Ein perfekter Konter der Schaldinger in nur 12 Sekunden, der letztendlich den Qualitätsunterschied wohl am besten veranschaulicht. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es war eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit. Vielleicht haben wir sogar leicht Chancenplus, aber nach dem 1:0 war eigentlich Schalding klar am Drücker. Und ja, wir haben dann leider ein bisschen auch den Mut verloren. Ein bisschen, ja, letztendlich wie in Regensburg. Man investiert relativ viel. Kommt eh schon auf dem Zahnfleisch daher und so ein Rückstand ist dann leider nicht mehr leicht zum Birgen. Ich glaube, Schalding hat sich das auf alle Fälle verdient, die 3 Punkte. Für Deggendorf also ein im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaftes Ende des Derbys. Dennoch will man die Saison nun ordentlich zu Ende spielen. Wir haben Gott sei Dank unser Ziel schon erreicht. Also alles, was jetzt noch passiert, ist Bonus. Jetzt schauen wir, dass wir wenigstens den 4. Platz halten und dann war das eine sehr erfolgreiche Saison.